hat einen ganz wunderbaren Paragraphen in seinem Buch geschrieben. Darin sagt er, die Homöopathie appelliert an das Urteil. Er sagt, probiert sie aus und veröffentlicht dann eure Fehlschläge vor der Welt. Aber probiert sie aus. Geht nicht einfach dran vorbei. Probiert sie aus. Wir sind bereit. Wir geben alles. Geht nicht einfach an der Homöopathie vorbei und sagt, es ist ja alles nicht wissenschaftlich. Das ist nicht gültig. Denn was wirkt, wirkt. Die Idee der Wissenschaft ist, experimentiere und schau, wie das Ergebnis aussieht. Es kann sein, dass du heute noch nicht verstehst, wie das passiert. Du hast vielleicht heute noch nicht die nötigen wissenschaftlichen Kenntnisse, um zu erklären, wie etwas wirkt. Aber du kannst experimentieren und schauen, was passiert. Und wir sind dafür offen. Hier sind die Leute, die schon Erfahrungen gemacht haben. Schau dir das an. Sprich mit ihnen. Zieh deine eigenen Schlussfolgerungen und hör nicht einfach nur auf die, die das Ganze in Bausch und Bogen verurteilen, ohne selber jemals was probiert zu haben. Es wäre schön sein, dass jeder sieht, dass jeder gut ist. Mhm. Es gibt so die Idee, Menschen sind schlecht. Mhm. Der Gegensatz ist, Menschen sind gut. Meine Erfahrung ist, in der Tiefe sind Leute gut. Es gibt nur Persönlichkeiten, die etwas wollen, die etwas machen und so weiter. Und die machen es schwierig. Mhm. Aber innerlich ist jeder Mensch gut. Und wenn man das auch in sich selbst sieht und auch in die anderen, dann bekommt man eine ganz andere Anschauung von der Welt. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Mhm. Egal wie die Widerstände sind und egal wie schwierig es manchmal ist, letztlich auf die Lebenskraft zu vertrauen, von der ich am Anfang gesprochen habe. Dies, die da ist und die ist in allen da, in der Natur, in uns, und die will sich weiterentwickeln. Und in uns, ja, unsere Seele nennst oder wie auch immer, es will sich weiterentwickeln. Und es gilt nur daran, diese Hindernisse zu erkennen und egal, nicht nur mit Homöopathie, sondern kann man selbst miteinander machen, zusammen diese Hindernisse gemeinsam wegräumen und dass es weitergeht. Ich sehe im Moment, dass auch die jüngere Generation viel zu sehr auf den Verstand schaut. Hm. Und alles nur nach dem Verstand beurteilt. Ja. Spiritualität spielt weniger eine Rolle. Viele treten aus der Kirche aus. Wissenschaft ist ein neuer Glaube geworden. Und das macht es für die Homöopathie schwer. Und es fehlt auch etwas. Also dieser Bereich, der mit der Homöopathie, bei der wir in der Homöopathie arbeiten, der bringt eben diesen intuitiven Bereich oder diesen nicht so ganz logischen Bereich des Menschen zusammen mit dem logischen Bereich. Also es ist eine Art Synthese. Wenn wir in einer Welt leben könnten, wo alle Menschen die Möglichkeit haben, einfach aus dem Weg ihres eigenen Herzens heraus sozusagen, um das mal ganz pathetisch zu sagen, oder ihre eigene Bestimmung zu finden oder aus ihrer Leidenschaft heraus ihre Arbeit auch zu machen. Ne? So nicht ihre Zeit und Kraft irgendwie verkaufen zu müssen, um zu überleben, sondern wirklich das tun zu können, was sie begeistert. So, das wäre eine völlig andere Welt. Und, das ist, und dafür zu arbeiten und das bei einzelnen Menschen hervorzukitzeln sozusagen in der Behandlung, ne? Dass die mehr spüren, was ist es denn eigentlich? Wo müsste ich Nein sagen? Was tut mir nicht gut? Und wo sage ich ja? Wo zieht es mich hin? Mhm. Diese Dinge herauszufinden, das ist einfach total lohnenswert. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann wünsche ich der Welt, der Menschheit und den Kindern das, was ich heute Morgen um kurz vor 6 erlebt habe oder zwischen 7 erlebt habe, nämlich eine Hausgeburt. Und dieser Zauber, dieser Beginn vom Leben, weil wenn man Biografien anschaut, dramatische Biografien anschaut, wenn man
Liebes- oder Nicht-Liebesfähigkeit anschaut dann, und dann zurückgeht, dann ist es immer die Geburt, wo das beginnt. Mhm. Ja? Und wenn ich natürlich abgespalten bin von diesem, wie ich ins Leben komme, wenn das fehlt, wenn das nicht möglich ist, ja, dann ist es etwas, was für das ganze Leben Liebesfähigkeit, also wenn ich in den gesunden Oxytocin-Rhythmus, in den Wehen-Rhythmus, ne, was das Hormon der Liebe ist, gar nicht erst reinkommen kann, dann hat das oft dramatische Folgen. Aber der Weg hin, und da ich ja auch weiß, dass, wie ich mich in dieser Welt zeige, präsentiere, was ich der Welt zu geben habe, wird die Welt beeinflussen. Und das ist ja wichtig. Und dazu bin ich ja hier auf dieser Welt. Und die Kinder ja ganz genauso. Ne? Mhm. Alle Kinder sind dazu da, die Welt neu zu erzeugen. Die Eltern sollten lernen, die Kinder zu betrachten, das Leben der Kinder zu beobachten, sie zu begleiten, genauso wie wir das machen, wir Homöopathen das machen, und nicht ihre Vorstellungen auf die Kinder zu projizieren. Es muss so sein, wie ich es mir vorstelle. Es geht gar nicht. Sondern in dem Moment, wo das Kind ein Verständnis bekommt von Seiten der Eltern, in dem Moment kann es das eigene entfalten. Ja? Kann es sich selbst lernen zu entfalten.